jump. Never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer. I change degrees. Cause a blizzard. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 zu einem neuen Part von Assassin's Creed 4 Black Flag. Und ich würde sagen, heute machen wir mal ein bisschen an der Hauptmission weiter. Ach du Scheiße. Piraten befreien, haben wir schon mal geschafft. So, da hoch. Und, Ach, hier ist der Aussichtspunkt. Erstmal synchronisieren, ne? Erstmal gediegen synchronisieren. Gefangene befreit. So. haben doch synchronisiert schon die Steppe. Was wir sagen, könnt ihr machen. Wir warten auf niemanden.
Schwingt aber die Hufe, sonst lassen wir euch zurück. Und zieht eure Ärsche zum Hafen. Wir lichten den Anker. Aufwachen, du Hund. Der Bootsmann schickt nach dir. Jawohl! Du warst uns nützlich, Kenway. Wie ein echter Assassine. Und wofür? Seinen eigenen Stolz. Ihr habt euch mir in den Weg gestellt. Das sollte ein Mann nicht tun. Ein kesses Kerlchen. Genau wie Honeygold sagte. Dieser Templerhund bedeutet mir nichts. Keiner von euch. Und das ist ein Fehler, Kenway. Es waren die Templer, die uns aufnahmen, als alles zusammenbrach. Nicht unser König, nicht unser Land, die Templer. Die Templer sind unsere Familie. Wo ist deine? Ah ja. Genießen wir Überfluss und Zufriedenheit, Freude und Genuss sowie Freiheit und Macht. Und welcher Mann bei Stand, wo der Erstere schwelen, wo die einzige Gefahr für uns Piraten die zornigen Blicke jener ohne Glanz und Größe sind. Ha! Also, ich bin nun 6 Wochen unter euch. In dieser Zeit habe ich mir eure Ziele zu eigen gemacht. Und zwar mit solcher Hingabe, dass es euch erschrecken mag, eure Leidenschaften in so starkem Licht in mir gespiegelt zu sehen. Doch, wenn ihr eben einen Captain in mir seht, verflucht, dann bin ich euer Captain. Ja! Wow! Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. Ich suche nach dem Observatorium. Man sagt, du seist der Einzige, der es finden kann. Man hat recht. Trotz aller Abneigung gegen deine Ungeduld erkenne ich in dir einen Hauch von Genie. Ich bin Bartholomew Roberts. Edward. Es gibt zurzeit nichts, was ich dir sagen kann. Doch wenn du mir zur Seite stehst, in 2 Monaten westlich der Leeward-Insel, erhältst du ein paar Antworten, das verspreche ich dir. Ja, Erinnerung 2, Vertrauen muss man sich verdienen. Piraten befreit haben wir geschafft, aber das Doppelattentat auf Cockram und Burgess haben wir nicht geschafft. Ich würde sagen, wir setzen trotzdem fort. So, kleine Ladesequenz. Eine neue Hoffnung, eine Silbertrophäe. Dankeschön dafür. Ich wollte jetzt eigentlich noch die Insel ein bisschen erkunden, da auf der wir waren gerade.
Ich hoffe, das können wir jetzt gleich noch. Es speichert. Okay, doch nicht. Alles klar. Mysteriosa. Schon komisch. Beim Skorbut ist die Heilung schöner als die Ursache. Aber hol dir was von der Hure und sie geben dir Quecksilber. Da ist es schöner, die Krankheit zu kriegen, als sie zu heilen. Denkst du über etwas nach? Die Menschen leben gerne nach einem Kodex oder Credo, nicht? Doch wenn's pressiert, folgen sie ihrem Instinkt und nicht den eigenen Regeln. Nur was hat man von einem Credo, wenn es die Menschen nicht zwingt, sich entsprechend zu verhalten? Man fühlt sich vielleicht, als gehörte man dazu. Hast du eine Antwort? Dass die Menschen Schafe sind. Dass ein alter Wolf wie ich jeden Tropfen Blut verdient, den er trinkt. Segle zu diesem Ort. Bring nur die, denen du traust. Jetzt sind wir von dem Mann abhängig, oder was? Ja, ich würde sagen, wir erkunden diesen Ort hier erstmal. Bevor wir irgendwas anderes machen. Erstmal hier die Insel erkunden, vorher mache ich nichts anderes. Das gibt's doch nicht, ich raste aus. So. Oh, das war knapp. So, dann holen wir uns das noch. Rumarbeiten.
So. Wir haben es ja schon gleich auf Gold. So, was kriegen wir hier raus? Blub. Ja, das lese ich mir jetzt nicht durch. Ja, ja. Dann hier das noch. Oh, da muss ich gerade mal quer über die Insel. Hey, das kotzt mich natürlich an. Aber das macht nichts. Die Mission können wir ja gleich noch machen. Graben. Noch einer für die Sammlung. So. Was fehlt jetzt noch? Noch die Truhen und der Meierstein, ne? Das haben wir ja gleich. Das ist ja gleich erledigt sogar. Schon mal und noch den Maya-Stein. Das haben wir auch gleich. Der ist nämlich hier direkt vor uns. Perfekt. Noch einer für die Sammlung. Ah, noch ein Maya-Schlüsselstab. So, und jetzt ab zum Boot. Zurück zum Schiff. Und jetzt wollen wir dahin segeln. Kapitän von Steuerbord, treibt gut. Sieht wie Beute aus. Welche Inselchen muss ich denn da segeln? Thank you.
So. Steuerbord! Mann in Seenot! Ein Schiffbrüchiger! Alter, was ein Riesenschiff, ne? So, hier. Blackbeards Schlachtzug, Sequenz 10. Ah, Captain Kenway. Nehmen wir dein Schiff für dieses Vorhaben oder mein? Erst will ich mehr wissen, bevor ich entscheide. Ah, ein erster Schachzug. Dieses Singvögelchen hier hat mir gezwitschert, dass eine nahe Galeone den Schatz trägt, den ich suche. Ich hoffe für ihn, er hat recht. Hast du alles gut durchdacht? Oh ja. Mit diesem Mann holen wir uns eine portugiesische Flagge, die uns so nah wie möglich an unser Ziel heranbringt. Eine äußerst simple Idee. Wenn ihr meine Befehle Wort für Wort befolgt. Dann die Jackdaw. Exzellent. Wir sind unter Segeln, Roberts. Wie lautet der Plan? Das Flaggschiff dieser Flotte transportiert einen wertvollen Schatz in einer großen Truhe. Kristallgefäße voller Blut. Vielleicht erinnerst du dich. Wir jagen ein paar Tropfen Blut. Ist das alles? Ich bat dich, meine Befehle Wort für Wort zu befolgen, Captain. Und ich ließ keinen Spielraum, sie zu hinterfragen. Ich will diese Menschen intakt. Und bekomme ich sie nicht, betrachte ich uns als Feinde. Verstehst du das? Ich versuch's, Ei. Aufgehen, Segel greifen. Mehr Segel, alles was wir haben. Leicht vom Wind abtreiben. Dicht holen, Paar zulegen. Stimmung lockern, Hauptsegel greifen. Kommen wir zur Sache, Captain. Siehst du dieses Schiff da? Wir brauchen so eine Flagge. Wenn ich denen die Flagge stehlen kann, ohne dass sie es merken, tue ich es. Um Himmels Willen, tu es. Força, vocês, cavaleiros! E que Deus abençoe ao rei Dom João! Que Deus o guarde e proteja, senhor! Como se encontra nesta noite tão formosa? Vai, vai, obrigado. Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. Ah, e julgo...
Flagge einholen, ganz easy. Wir wurden leider dabei erwischt. So, war das jetzt alles oder was? Hast du die Flagge? Nein, wir haben sie schon gehisst. Das sollte gelingen. Ich halte Abstand. Immer schön langsam. Die Flagge, die wir stahlen, wird uns nicht ewig vor neugierigen Augen schützen. Wir segeln. Alles, was wir haben. Por favor, senhor. Implore que considere aquilo que está prestes a fazer. Não é possível. Was hat er gewinselt? Er winselt. Er ist begeistert. Stimmung lockern. Kopfsegel werfen. Dicht holen. Fahr zulegen. Lehsegel setzen. Stimmung lockern. Kopfsegel werfen. Aufgehen. Segel reffen. Direkt voraus. Sie laden etwas von dem Schiff ab. Ist es unsere Prise? Vielleicht solltest du an Land gehen, Captain Kenway. Ruhe finden. Wenn sie enthält, was ich suche, bringen sie. Sag ihm, dass wir Pest anbauen. Sag ihm, sie soll nicht mehr. Alter, was ein Riesenkoloss, Alter. Nein!